Leute, hier kommt eine neue Folge Fischkopf TV. Hier ist der Fischkopf und geht mir weiter. How to survive. Und ich esse gerade. Ihr sollt mir nicht stören, wenn ich esse, Leute. Das ist echt total unhöflich. Ja? Schön am Snacken, ja? Dann kommt ihr hier angelaufen und wollt noch eine Folge sehen. Na gut. So ist das Leben. Ihr wisst ja noch, letzte Folge sind wir zum Mundi gegangen, haben wir gesagt, hier doch der Tod und so. Na, tut mir wahnsinnig leid. Hm, was ist das denn? Achso, das war ein Zombie. Haha. Unser Plan ist es, jetzt zu dem Doktor da unten zu laufen, zu Ramon. Und rauszufinden, warum wir jetzt nicht mit dem Flugzeug einfach fliehen können. Das wäre ja zu einfach gewesen. Hier, zack. Hey, hey, hey. Ja, der Boomerang ist immer noch richtig geil. Oh, da, hä? Oh nein! Wie kacke ist das denn? Jetzt habe ich auch die... Jetzt habe ich da die Piranhas nicht gesehen, weil die unter der Brücke waren. Das ist nicht euer Ernst, ihr Kackloch-Arschlöcher-Gesichtskack-Wurst. Okay, was haben wir letzte Folge weggelegt? Diese nicht fertige Waffe hier. Und diesen Kanister hier. Und jetzt nehmen wir... Wieso sind wir so langsam? Es ist doch alles gut. Wir sind ein bisschen erschöpft, aber auch nicht wirklich. So kacke Arsch. So, haben wir jetzt alles? Nein. Haben wir nicht. So, ich würde ja anbieten, mitzukommen, Lady, aber das möchtest du ja anscheinend nicht. Hier haben wir letztes Mal noch frei gemacht. Wieso ist denn hier wieder Bosch? Okay, jetzt konzentrieren wir uns mal ein bisschen, bitte. Da war noch ein Holzstock, habe ich gesehen, brauche ich aber nicht. Können wir auch hier zurück? Hui! Können wir nämlich doch, ne? Können wir nämlich doch. Aber jetzt sind hier überall Piranhas, oder was? Nicht nur da, wenn man weitergeht. Oder ist der Kopf abgefallen? Hallo? Na komm schon, komm schon! Bams und Bams. Jetzt habe ich aber echt ein bisschen Angst, ne? Weil wenn jetzt überall Piranhas kommen, haben wir ein Riesenproblem. Lass mich mal gucken. Ach, wir sind jetzt... Ah, wir sind wieder am Anfang. Bing, bing. Oder das Fleisch. Ey, das ist ein Monster. Das Ding ist ein Monster. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, stirb. 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 Oh, krass. Jetzt haben die auch die Tiere infiziert. Das kann ja wohl gar nicht angehen. Ihr Schweine. Na toll. Und die sind viel gefährlicher als die Zombies an sich, ne? Die sind viel flinker und alles. Muss ich lang? Ging das lang? Hier ging das lang, ne? Hab ich mir gemerkt. Ist doch alles gut. Oh, Vogel kaputt. Was wolltest du eigentlich? Hi. Was wolltest du? Ach, du wolltest ja Fish and Chips. Ja, das gibt's jetzt im Moment nicht. Rostige Machete. So, erreiche La Sonata Island. Hä? Wo ist denn das? Da kann ich jetzt einfach so hin, oder wie? Aber ich will doch jetzt hier wegfliegen. Komisch. Hallo? Hey, Stranger. You're still in one piece. Ah, terrific. You have the parts? Yes. Finally. Yes. Here, let me have a look. Yeah? The cables seem fine. We could use these. Good. Yeah, and the battery is... Let's see the battery. Kaputt. Damn it, this is cracked. We can't use this. Ja, toll. Man, this battery is totally useless. Komisch, dass wir jetzt noch nicht wegfliegen und gerettet sind. Hm. Okay. So now, you gotta find another battery. Okay. Andrew spoke about an even older plane wreck. It's located on Santa Barbara Island. Maybe we'll find the battery there. Santa Barbara Island. You're my only hope. Santa Barbara is located to the northwest of this island. Okay. While you were gone, I managed to repair the boat. The one tied up at the end of the pier. Take it. It will save you time. Das ist so nett von dir. Its battery and bring it back to me. Good luck. Was ist mit dem Flugzeug da oben, was ich da gefunden habe? Das ist ja oben links hier. Ach, der will, dass ich da hinten... Nee. Aber das pulsiert da oben links jetzt, ne? Ach, da steht Korvac rum. Okay, jetzt können wir uns entscheiden. Jetzt, ob wir entweder das Boot hier nehmen oder ob wir zu Korvac laufen. Aber da wir eh schon hier sind, zu Korvac können wir auch noch später laufen. Würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal hier, machen wir einfach mal... Ach, Lissonada, aber wir wollen doch gar nicht...
zu La Sonata. Wir wollen noch zu was nochmal, Barbara Island? Jetzt müssen wir da ganz hoch, ey. Das ist unglaublich. Jetzt müssen wir hier wieder ganz hoch laufen. Wisst ihr, wie lange das dauert? Stunden! Wenn nicht Jahre! Oh, Mann. Und unterwegs wieder Piranhas und Zombies und alles. Oh, ich freue mich. Freue mich toll. Zack. Kommen jetzt die Piranhas oder nicht? Bis jetzt nicht. Kommen die nur nachts raus? Nee, das kann ja auch nicht sein. Hm. Das muss schneller gehen. Ach, wir wollten ja mal die Brandmunition ausprobieren, ne? Warte, so. Oh, shit. Wenn ich gedrückt halte, schießt er automatisch. Ist doch krass. Nachladen. Geht ja jetzt schneller, ne? Ja, hä? So. Ja, finde ich ganz toll, die Munition. Ist total super. Macht super viel Spaß. Wieso ist hier noch ein Slot frei? Ach so. Weil ich jetzt die Sachen abgegeben habe. Aber dann müsste ich doch zwei freie Slots haben. Was habe ich da eingesammelt, was ich eigentlich gar nicht brauche? I don't know. Ach so, Munition. Gerade eben. Okay. Ist jetzt nicht so schlimm. Todesbumerang des Todes. Und weiter geht's. La 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 la. La 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 la. So, geht's hier überhaupt lang? Ja. Du bleib mal schön weg hier, Digga. So, muss ich da jetzt noch. Nee, ich muss hier schon wieder links. An den Piranhas vorbei. Oh. An den Piranhas vorbei. Oh. Zack. So, hier muss ich wieder meine andere Waffe hier nehmen. Zack. Ja. Weil da reicht nämlich ein Schuss. Zack. Oh. Brenne! Brenne! Das stimmt ja nicht. Jetzt. Oh. Ah. Ah. Ja, sehr gut. Also so schlecht ist sie jetzt nicht, die Brandmunition. Weil die verrecken einfach irgendwann. Ist nicht gut. Trotzdem. Wo müssen wir jetzt hin? Ich bin falsch gelaufen. Ich muss hier wieder runter. Oh, shit. Okay, zack, zack. Ist nicht so schlimm. Ist überhaupt nicht schlimm. Weil ich so ein flinker Fuchs bin, ne? Gut. Brandmunition brauchen wir nicht mehr. Oh, oh. Oh, oh. Der andere Typ ist voll schnell, ne? Oh. Boah, geil. Das war ein richtig cooler Move, wa? Schön auf dem Rückweg. Kablam. Warte mal ganz kurz. Ich muss hier mal ganz kurz das hier zusammenfügen mit der Machete. Damit haben wir das hier. Aber ich weiß jetzt nun auch nicht, wie man... Ah ja. Und das müsste ich jetzt nochmal verbinden mit... Was ist das? Beinschutz. Genau. Und das müsste ich nochmal verbinden mit noch einem kaputten Reifen. Und dann hätte ich einen Armschutz. Da freue ich mich schon drauf. Oder ist noch ein Boomer? Bam! Bam! Was ist hier denn für eine Party? Nein, schon wieder runtergefallen. Und hier sind Piranhas. Oh. Knappe Geschichte. Geht so. Ding. Guck mal, der Dicke ist auch runtergefallen. Ja. Du Loser. Warte. Zack. Zack. Noch einer. Ding, ding. Ding. Ich erwarte jetzt die ganze Zeit, dass der Dicke von hinten kommt. Das wird auch bestimmt genau so kommen. La 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 la. La 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 la. La la. Bam. Warte. Zack. Geil. Oh, jetzt habe ich die Axt in der Hand. Warum ist das so? Ich meine, ist jetzt nichts Schlimmes. Aber damit habe ich nicht gerechnet. So, warte mal. Jetzt muss ich hier... Nee, ich muss da links. Okay. Bam. Bam. Ich bin so gespannt, was uns da erwartet, ne? Ob da vielleicht... Was ist hier? Stock? Brauche ich nicht. Ob jetzt das Ding uns einfach nur dahin fliegt, von dem jetzt Ramon gesprochen hat, von Barbara Island oder wie das hieß. Oder ob es da was Neues zu entdecken gibt. Bam. Wir sind da lang. Wir können ja noch die anderen kaputt machen. Es ist ja gut. Es ist ja gut. Ich treffe den Dicken nicht. Jetzt. So. Mach mal keinen Stress da, Jungs. Ich habe hier eh zu tun. Na, was fallen lassen? Nope. Zack. So, wir sind gleich da.
Könnten wir auch pennen, wenn wir das wollten. Dafür müssten wir aber erstmal hier sauber machen, ne? So, Kovac, hallo. 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 Hello, my friend. You look well. Under the circumstances. I see surviving has become an addiction to you. Thanks to me and my survival guide, that is. So, what brings you here? You need my ultralight? Why? You won't leave these islands with that. It is not powerful enough. The strong winds would break the wings, even on takeoff. This is a futile thought, my friend. You just want to reach Santa Barbara Island? Yes. I see. I'm not sure I like this idea. I'm just about to repair it, and no offense. I don't want it broken again. I'm sorry. Truly, I am. What? Wie jetzt? Einfach nee, oder was? Okay, take it if you insist. Crush it though, and you owe me an ultralight. Listen, the repair was not completely finished. Be careful. You will need this for takeoff. Oh, das war leicht. Motorzahnriemen habe ich erhalten. Ja, und muss ich jetzt... Was muss ich denn jetzt tun? Ich würde mich auch gerne mal pennen legen, ne? Hey, Kovac. Wie mache ich das denn jetzt? Wahrscheinlich muss ich das verbinden mit den anderen Teilen, ne? Ich sehe das schon. Ich sehe das schon kommen. So, das können wir mal fallen lassen, bitte. Dann nehmen wir jetzt hier den Zahnriemen-Dings da. Geht nicht. Wo ist es denn? Da. Okay, dann haben wir hier noch was anderes. Müssen wir noch was fallen lassen? Was haben wir denn noch, was wir weglegen können? Oh, ich würde sogar eine Angel. Ich hätte zum wahnsinnig gerne eine Angel. Wir könnten hier... Warte mal. So, essen und essen. Motor nehmen. Das können wir doch... Oh, wir können hier nichts mit nichts verbinden. Das ist scheiße. Okay, Werkzeugkasten haben wir eh noch. Haben wir jetzt zwei. Finde ich auch gut. Aber wir können hier nichts machen, ne? Wir können hier gar nichts... Kovac, du musst mir schon sagen... Du musst mir, glaube ich, mal helfen. Ich komme damit nicht klar. Ich komme hier... Ich würde das gerne reparieren. Du hast mir erlaubt, das zu nehmen, aber... Irgendwie... Q. Ah! Unten links auswählen und dann auf Q gedrückt halten. Ja, toll. Jetzt habe ich diese ganzen anderen Sachen, die ich nicht brauche. Okay, ich könnte jetzt aber zu Santa Barbara Dings da fahren. Vorher würde ich noch mal gerne gucken, ob ich jetzt schlafen kann. Oh, eine Knochenklinge. Brauche ich aber nicht. Schließen. Schlafen. Yes! Okay. Hier ist noch so ein Ding. Nee, nimm deinen scheiß Knochen von mir weg. Die will ich jetzt nicht haben. So, nehmen. Yeah, Kettensäge mit geringer Leistung. Ich brauche dafür... Ach, noch... Oh, nee, den Kanister, den ich bei der Tante hingelegt habe. Sonst könnte ich den jetzt bauen. Das ist doch scheiße. Nee, beziehungsweise uns fehlt ja eh noch so ein... So ein Handding. So ein Ding. Ist hier vielleicht irgendwo ein Kanister? Ist hier, vielleicht liegt hier ja irgendwo einer rum. Kann doch sein. Warte. Hier ist keiner. Oh. Lass uns mal da. Okay. Nee, warte. Okay, hier werde ich jetzt nicht suchen. Hier ist bestimmt, ja, hier ist voll die Action. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns mal schön das Ultraleichtflugzeug und fliegen mal zu dieser lustigen Insel. Und da werden wir wahrscheinlich auf neue Gegner treffen und noch irgendwelche total abgefahrenen Sachen. Ich freue mich ein bisschen drauf. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Bitte, wenn es euch gefallen hat, nicht den Daumen nach oben vergessen. Ne? Es ist ja, ihr kennt das ja, ne? Das ist ja das alte Spiel. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Das war euer Fischkopf. Bis dann und tschüss.
Mm-hmm.